Fressdrink beim Blattsalat, den schnellsten Schlagzeilen am Morgen. Heint nicht wie gewohnt aus dem Hauptstadtstudio, weil seinem haben wir technische Probleme und zudem bin ich auf der Münchner Sicherheitskonferenz, weil ich dort ein Interview mit dem Bill Gates, dem Retter der Welt, geführt habe und deswegen hat man mich in ein Nebenkabinett verbannt. Was gibt's wirklich Neues? Das Interessanteste ist wohl, dass eben der Bill Gates auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch anwesend gewesen ist und ein Referat und viele Interviews gemacht hat und viele Fotos mit vielen prominenten Leuten, natürlich alle ohne Maske, aber halt, das heißt, das interessiert ja sowieso keinen mehr. Und so man, ich verstehe jetzt nicht ganz, was er so an der Sicherheitskonferenz zu tun hat, aber das muss ich nicht verstehen. Das Interessanteste am Ganzen ist, dass er gesagt hat, Scheiße, also er hat nicht gesagt Scheiße, aber ungefähr sinngemäß. Also das ist jetzt ganz blöd gegangen, dass das Omikron mehr wirkt als die ganzen Impfungen miteinander. Bitte schau gleich selber nur genau in Text an, weil sehr viel Englisch habe ich nicht verstanden. Und der Walter hat mir zwar nettigkeitshalber wirklich eine Übersetzung zugeschickt, aber nachdem ich das wirklich nicht alles selber verstanden habe, danke übrigens Walter, dass du mir das getan hast, lest denk bitte das einfach selber durch. Und was der Herr Gates nur als so gesagt hat in dem Interview, also das ist sensationell. Und ich sage jetzt da nicht viel mehr, schaut bitte selber noch, weil sonst kann es passieren, dass YouTube und Facebook und wie es halt alle heißen, dass die sofort wieder den Kabel durchschneiden und alles ist zensiert. Weil ich es mir jetzt einfach vorstellen, jetzt hat mir jemand erzählt, ein Bekannter, der wollte auf Facebook eine Mitarbeitersuche schalten und da hat er irrtümlicherweise like geschrieben, Mitarbeiterin und nicht Mitarbeiterin. Und Facebook hat die Jobanzeige blockiert und zensuriert, weil sie diskriminierend ist. Also versteht ihr es, in welcher wahnsinnigen Welt wir leben und wie wir praktisch in unserem Denken, in unserer Freiheit so genormt und so eingeschränkt werden, dass man nicht einmal mehr frei schnaufen darf, wenn man sich nicht an richtige Ausschnauf- und Inschnaufregeln halten kann. Wirklich, das Spannendste ist einfach das Interview, das da mit dem Bill Gates geführt worden ist und wo er auch sagt, die Impfungen müssten viel schneller gehen, die Entwicklung für die Impfstoffe müssten viel schneller gehen. Und es gibt jetzt zwar mehr, es liegen zwar mehr Impfstoffe um, als man verimpfen kann. Und das ist blöd, weil natürlich die Kassen nicht so klingeln, wie man sich das gemacht hat. Aber irgendwie hat die EU ja Vorschuss und Vorakquisition geleistet und deswegen. Aber wirklich cool. Da muss ich echt sagen, dass der Billy Boy sich durch so etwas wieder zurückbringt in die Szene, finden wir super. Und wirklich scheiße, dass die Natur besser ist als die Impfungen. Also ich meine, er sagt ja, dass die Omikron mehr zur Herdenimmunität beiträgt als die Impfungen. Wahrscheinlich, nein, jetzt habe ich schon wieder zu viel gesagt, weil das wird sicherlich zensuriert. Nur eine interessante Sache, was ich auch sagen wollte, weil wir auch bei der internationalen Sache sein. Da hat es die Versammlung gegeben, Europa und Afrika, und das habt ihr vielleicht schon gesehen. Da ist so ein afrikanischer Präsident gekommen und der hat den Zigarettenmischel, weil er hat seine Saladine Hosen und hat die Zigarettenhosen, den hat er begrüßt und andere auch. Und die Ursula hat er links liegen gehabt, also er hat leider auf mehrfacher Aufforderung von Herrn Macaron hat er sie noch trotzdem begrüßt und sonst hat er sie völlig ignoriert. Und ich finde einfach, das ist eine derartige männliche Überheblichkeit, dass da das Zitat, was ich in Kitz einmal gesagt habe, erst wenn die Gesellschaft von den Männern befreit ist, nachher ist es eine richtige Gesellschaft. Und nach dem Sofagate, könnt ihr euch erinnern, in der Türkei ist das gewesen, wo man der Tante Ursula von der Leyen, keinen Stuhl angeboten hat, sondern irgendwo abseits Sofa. Jetzt das nächste
sagen wir das tut man einfach nicht. Derweil gibt es natürlich Crash in Rom. Der Herr Draghi hat gesagt, entweder ist der jetzt so, wie ich will, und sonst gehe ich heim und dann sind eigentlich die Pensionen futsch, also die Pensionen für die Politiker, weil die müssen ja 4 Jahre und 9 Monate und was sie was. Und jetzt hat er es einfach voll, der Super Mario. Du bist der Boss, die Frage ist noch, wie lange. Und weil Green Pass schon, Green Pass nicht, da rumort jetzt etwas. Und es werden sicherlich spannende Monate werden, weil die italienischen Parteien befinden sich im Wahlkampf, wie die Südtiroler Parteien auch schon. Aber das ist jetzt ein gutes Stichwort. Kommen wir zu den heutigen Schlagzeilen. Fangen wir an mit der Tageszeitung Dolomiten. Da natürlich das tragische Unglück, dass ein Mann bei Waldarbeiten von einem Baum zerdrückt worden ist. Der Bildaufmacher, die Bankomat-Sprenger, jagen praktisch am Bankomat in die Luft. Unten Putin schickt Truppen in die Ostukraine. Im Innental grünes Licht für vierte Impfung von Risikopatienten. Das haben wir lange schon gesagt. Überhaupt muss ich sagen, dass wir da beim Blattsalat den schnellsten Schlagzeilen am Morgen oft viel schneller sein als die lokalen Medien und als auch andere wichtige Medien. Zum Beispiel das von der eigenen Messenger-Dienst von Trump, das kommt jetzt langsam an die wichtigen Medien durch. Wir haben das schon lang gesagt. Unten Studie bestätigt, wie kann es anders sein? Die meisten Corona-Toten starben am Virus. Dass das so ist, nehmen wir zur Kenntnis. Dass es nicht so ist, können wir nachlesen. Schallenberg in der Kritik, apropos Schallenberg. Da hat sich ja der Schallenberg mit der Frau Annalena Baerbock getroffen und der hat ihr nach so ein Wörterbüchel Österreichisch-Deutsch gegeben. Und die Frau Annalena hat noch gesagt, danke Herr Strache. Und jetzt rätselt man da umeinander, ob sie das zu Fleiß gesagt hat oder ob das ein Lapsus gewesen ist oder ob sie nicht genau gewusst hat, wer das ist oder ob sie sich versprochen hat und eigentlich sagen wollte, danke für die Sprache, halt irgendwie. Aber auf jeden Fall, das Video können Sie kaum schauen. Auf jeden Fall ist das ganz. Ganz lustig, ja. Weiter geht es natürlich. Russland erkennt Separatistengebiete in Ostukraine an und schickt die Armee. Biden kündigt rasche Reaktion an. Dazu kommen wir nachher noch. Bumuckl ist 60, der hat jetzt auch schon sein Alter erreicht. Und natürlich im Innental Südtirol erste kleine Schritte zur Normalität. Wieder eine Grippesaison, fast ohne Grippe. Alles schon klar. Wenn alles like Covid ist, wie kann es nur Grippe geben? Aber das sind sicherlich Fake News. 2 Jahre lang 2 Tote pro Tag. Gott hab sie selig. Und wie gesagt, vor Covid hat es jeden Tag keinen Toten gegeben. Und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Und trotzdem die niedrigsten Fallzahlen seit Jahresbeginn. Aufbruch in die Moderne, Mensch Ivo, da geht es einfach um einen Bischof und Bonus fürs Bauen, das ist neu. Und noch ausführlich über den Bankomat. Ihr Touristen, was habt ihr in unserem Land zu suchen? Da geht es um die Jugendkriminalität. Oh, das ist ja nicht so ein Problem. Solange die Kinder und die Schüler in der Schule werden Unterricht TikTok-Videos machen können. Und wenn ein Lehrer sagt, du, Madele, aufgepasst, wir sind in Schule und nicht auf TikTok, und der Lehrer dafür nur schuldig ist, nachher braucht man sich auch nicht wundern. Oder wenn der Lehrer sagt, weil irgendein Madel, was irgendwo in Italien, in einer italienischen Schule passiert ist, die hat halt so ein komisches, so ein bisschen freches T-Shirt oder Rickelung gehabt und der Lehrer gesagt hat, du, da muss man sich halt schon ein bisschen ordentlich, ein bisschen anständig anlegen, wenn man in so einer wie in England die Schüler mit der Uniform kommen. Und solange das alles erlaubt ist und solange die Erziehungsberechtigten, die Pädagogen und die eigentlich ein bisschen dafür sorgen sollten, beruflich und berufungsmäßig, dass die Kinder etwas lernen, nicht nur inhaltlich, sondern auch an Anstand,
Solange das so ist, brauchen wir uns nicht wundern, dass die Banden in die freien Garagen und in die öffentlichen Garagen sich die Spritzen ziehen und sniffen und sich mit dem Messer gegenseitig an die Gurgel gehen. Sam, gehört es einfach zur neuen Normalität. Aber jetzt bin ich schon wieder viel zu lang, weil eigentlich wollte ich ja ganz kurz sein. Aber trotzdem, schnell nur zur Tageszeitung, zur neuen Südtiroler Tageszeitung. Fliegt Turnwalder aus der SVP, da wird jetzt richtig gemetzelt. Alter, okay, Jugendbanden, da geht es darum, dass wirklich einige Parteifunktionäre wegen der Saad-Affäre ausgesammelt worden sein werden und wir sehen, wir seien total schon im Wahlkampf. Interessant, die Novax-Partei, da soll scheinbar eine neue Partei gegründet werden, Steine im Radweg, im Innenteil einer Gras, fliegt Turnwalder aus der Partei. Die geheimen Spender, dass der Kölnsberger gegen eine Parteienfinanzierung ist. Und dann Gras, die Novax-Union. Der No-Wax-Bewegung in Südtirol hat am Freitag in Kotatsch einen neuen Wirtschaftsverband gegründet, der bereits über 250 Mitglieder hat und der bei der Landtagswahl 2023 antreten wird. Ganz interessant. Und die Strategen der neu gegründeten Sozialunion gehen davon aus, dass eine No-Wax-Partei mit wirtschaftlichem Anstrich in Südtirol ein Potenzial von 10-15% der Stimmen haben könnte. Da sind wir froh. Interessant ist auch, da wollte ich schon lange mal reden, dass die Bildungsszene in Südtirol in den letzten Tagen, Wochen in Bewegung gekommen ist. Die langjährige Bildungsleiterin von Schloss Kollerein, das Schloss Kollerein ist ja eh und je dem Finchgerwind ausgesetzt werden und man hat nie genau gewusst, hat es Bestand, hat es nicht Bestand. Es sei eine massive Unruhe gegen die Bildungsleiterin, gegen die Frau Claudia Sander gefahren worden. Jetzt verlässt sie Schloss und was mit dem guten Schloss Kollerein, das in den Mauern wirklich viel Bewegung passiert und viel Bildungsarbeit passiert worden ist. Ihr verlässt das Schloss und geht nach Brixen, wo sie sicherlich bessere Voraussetzungen findet. Und der Bischof hat in Geschäftsführer oder in Direktor von der Caritas den Herrn Valente entlassen. Und da scheinbar brodelt es auch. Und da kommt jetzt, und in der neuen Südtiroler Tageszeitung ist immer Bericht, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Also wie heftig da überall umeinander geschlagen wird und wo es eigentlich nicht um das, nein, es geht auch um die Sache, aber eben um andere Sachen, selbst kann man auch da nachlesen. Interessant, wackelt die GIS-Reform. Der Landeshauptmann wollte ja auf leerstehende Wohnungen die Steuer erhöhen. Jetzt scheinbar ist das echt nicht mehr so ganz, ganz einfach und er sagt in einem Interview, verstehe die Ablehnung nicht. Landeshauptmann Arno Kompatscher kann mit der Kritik an der GIS-Reform nichts anfangen. Ein Zitat, ich glaube nicht, dass es ein Problem der Südtiroler Mittelschicht ist, dass sie über viele leerstehende Zweitwohnungen verfügt. Ja, ich verstehe eben, der Landeshauptmann versteht bestimmte Sachen einfach nicht und ich glaube, er versteht bestimmte Sorgen und Ängste von den Südtirolern. Nein, aber das gehört jetzt zu den Schlagzeilen. Das machen wir einfach einmal weiter. Na, interessant ist auch, dass es jetzt eine neue Vormerknummer gibt für gesundheitliche Leistungen und die heißt 100-100. Nein, wie heißt sie? 100. Ja, 100, 100, 100%. Wir finden, dass das sicherlich eine Möglichkeit ist, dass man das nächste Jahr ein Ehrenabzeichen bzw. mindestens eine Ehrenmedaille für diese neue Erfindung kriegt. Weil es ist ja mittlerweile so, dass zum Beispiel in Deutschland viele Kinder, wenn sie sich impfen lassen, eine Goldmedaille kriegen. Eine Goldmedaille für ihren Mut, dass sie sich haben impfen lassen. Ja, das von Benno, das lassen wir. Interessant, Lega stimmt gegen den Green Pass. Da habe ich schon ein bisschen was gesagt. Lassen wir das schon ganz kurz nur Alto Adige. Da geht es um die Ukraine. Und auch um den Mensch, der da von einem Baum praktisch getötet worden ist.
Bildaufmacher La Bandiera Olimpica Milano, die Rückkehr der Adolfa, die Delegierten aus Beijing, also aus China, mit der Olympia von, weil es nächstes Jahr sein wir ja in Südtirol Gastgeber. Putin mahnt die Soldaten, das ist eigentlich klar, eben pronte le Sanzioni, die EU ist da ganz stark, Governo di nuove intenzioni, das haben wir in Kassel schon gesagt, und das wird jetzt noch gehörig rumpeln da unten in Rom, weil der Mr. Draghi hat einfach die Schnauze voll. Er kann das nicht verschmerzen, dass er nicht Staatspräsident geworden ist, und der ärgert sich echt nicht mit der Politiker, mit der möchte gerne Politiker rum. Er will einfach jetzt weg. Und wie gesagt, er sagt, entweder ist das, was ich will, und so schleuse die ganze Sache in die Luft gehen. Und selber wählen aber die Parteien nicht, weil wenn jetzt wirklich wollen waren, abgesehen davon, dass sie riesen Angst haben, dass die Frau Meloni die Mehrheit kriegen kann, haben sie einfach Angst, dass sie ihre Pensionsansprüche verlieren können. Die italienischen, die Titelseiten für die italienischen Zeitungen zu 99% Putin und die Ukraine, Putin, Spezza l'Ucraina, la follia di Putin, le mani di Putin sul Donbass, Putin e la sfida sul Donbass, sogar die 24 ore, red l'Ucraina, Putin invia truppe nel Donbass. Und ja, dem Thema widmen sich natürlich auch die deutschen Tageszeitungen und vor allen Dingen die EU will da ganz strenge Regeln aufstellen und ganz strenge Sanktionen auffordern. Und wenn nachher, und da muss ich sagen, das erste Mal Hut ab von der Frau Slomka bei dem ZDF-Journal, na halt auf jeden Fall auf Nova bei den Nachrichten. Sie hat sich getraut, die deutsche Verteidigungsministerin, die Lambretta, nein, die Frau Lambretta, zu fragen, wie ist jetzt das genau mit den 5000 Helmen? Weil die 5000 Helme, die Deutschen, die Ukrainer versprochen haben, die seien biologisch abbaubar, aber sie seien noch nicht geliefert worden. Dann hat die Frau Slomka gefragt, wann werden sie geliefert? Dann hat die Frau Ministerin gesagt, ja, ich bin da jetzt dran und ich werde es jetzt gleich mal machen. Und dann fragt die Frau Slomka, aber wieso seien das gleich 5000? Dann hat die Frau Lambretta gesagt, ja, sie haben mir genau gesagt, wie viel sie effektiv brauchen. Und dann haben wir uns gedacht, wir schicken halt einmal 5000. Ist mir jetzt vorstellen, die deutsche Wehrmacht, die deutsche, wie heißt die? Die Bundeswehr, die haben ja selber keine Ausrüstung. Die sind nicht einmal in Stand, sich selber auszurüsten. Dann können Sie sich vorstellen, dass die Helme oder sogar andere Schutzanzüge wirklich noch in die Ukraine schicken. Die sind wirklich arm dran. Und trotzdem, die EU droht und allen Fronen, die Frau Ursula von der Leyen sagt, wir werden Sanktionen auffordern, dass in Putin die Ohren brennen. Jetzt natürlich ist der Herr Putin informiert, dass die Frau Ursula von der Leyen es gewesen ist, die deutsche Wehrmacht, die deutsche Bundeswehr so eingefahren hat, dass sie praktisch am Boden zerstört sind. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was der Herr Putin da für eine Angst hat, was da von Deutschland und von der EU kommen wird. Überall ist es interessant, wie die Berichterstattung über den ganzen Ukraine-Konflikt stattfindet, weil alle wissen alles. Alle wissen schon, wenn der Putin inmarschiert ist, und alle haben schon gewusst, wie viel er Soldaten aufgestellt hat gehabt, und alle haben schon gewusst, wie die Truppenbewegungen geworden sind. War ich bis jetzt noch nicht gewesen. Trotzdem, die Drohungen seien knallhart und die Drohungen werden jetzt wahr gemacht. Und der Putin wird wirklich jetzt sein blaues Wunder erleben. Damit kann man einfach rechnen. Und deswegen ist auch ein netter Bericht in der Süddeutschen, russisches Rätsel, dass Wladimir Putin mit seinem Truppenaufmarsch eine weitere Annäherung der Ukraine in den Westen unterbinden will, liegt auf der Hand. Doch was er genau plant, ist unklar. Die Eroberung des Landes? Die Einsetzung einer Marionettenregierung?
Optionen hat er zur Genüge. Als ich sehe, in welche Richtung die Berichterstattung geht, und noch immer in der Süddeutschen, wenn die Panzer rollen, ein Bild mit einer vehementen Ursula von der Leyen, massive Konsequenzen, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Eins möchte ich nur schnell sagen, auch in der Süddeutschen, du siehst es auch, woher die Süddeutsche einfach politisch oder halt journalistisch kommt. Empörung über die Schweiz, SZ-Enthüllungen zu fragwürdigen Kunden der Großbank Credit Suisse lösen internationale Kritik aus. Die Credit Suisse, natürlich Geld stinkt, aber das ist in Deutschland so, in Italien so und natürlich auch in der Schweiz so. Und die schweizerische Bankenwelt und der Finanzwelt und der Geldwelt. Und wenn da Leute kommen, die sagen, du, ich habe da ein paar Euro oder ein paar was hinzulegen, natürlich sagen die Schweizer Banken nicht nein. Ob das jetzt, ja, ist gleich. Auf jeden Fall interessant ist, wie da massiv aus einer bestimmten Richtung versucht wird, Stimmung gegen die Schweiz zu machen, weil man die Schweiz einfach fertig machen will und weil man die Schweiz unbedingt auch kapern will und unbedingt auch in die EU und in das ganze Geld Gefüge in das Geldnetzwerk, in das europäische einbinden will. Und interessant ist auch, dass jetzt sich die Süddeutsche den kanadischen Truckern widmet und täglich grüßten die Fernfahrer. War Kanada nicht immer gediegenste Langeweile, Heimat der Rationalität und des Gemeinsinns? Dann legen Trucker die Hauptstadt lahm. Über ein Land, das gerade seine Unschuld verliert. Also, da muss man jetzt auch nicht so viel sagen, schon die Titelgebung geht ganz in eine bestimmte Richtung und sagt einfach, wenn jemand seine Meinung sagt und wenn Leute um ihre Freiheit kämpfen, dann verliert man schon die Unschuld. Damit will ich halt jetzt aufhören. Ich bin, wie gesagt, es gab halt nur so viel zu sagen. Aber irgendwann muss man aufhören und irgendwann ist selbst der schnellste Blattsalat zu Ende. Deswegen bleibt wachsam und macht's gut.